New York? I'm still waiting for your decision. What do you say? Cheaper? Impossible. Moment bitte, please. Wer spricht? Helsinki? Ah, Herra Hakkulainen, ja kuinka voitte? Kiitos paljon, minä olen hyvin ja kaikki menekö hyvin siellä myös. Ja mitä? 200 tuota markaa? Ei se liian paljon. Me näemme puhumme ensi viikko. Kiitos paljon, näkemin, tschüss. Telegram an Cortes und Velasquez in Lima. Rücktrat auf Auftrag, Brighton Lieutenant von Santiago, okay. Ja gut, Herr Direktor, sonst noch Wünsche? Danke, das wäre alles. Wo bleibt denn Neapel? So lange kann diese Verbindung doch nicht dauern. Ach, der ist ja auch noch da. Hello? Okay, it's a deal. We'll send the papers. Okay, all right. Wollen Sie mich bitte daran erinnern, Fräulein Schmidt? Ja, das will ich, Herr Direktor. Dürfte ich Sie gleichzeitig daran erinnern, dass Ihr Kollege Waluschek jeden Moment zur Tür reinkommen kann? Na, soll er doch. Kann er wenigstens sehen, was er für einen vielseitigen, sprachgewandten Mitarbeiter in Meier 4 hat. Man merkt, dass Sie bereits in Urlaubsstimmung sind. Ja, das bin ich. Brrr! Oh, Neapel? Na, endlich! Oh, Signor Direttor Forlini! Come sta? Sì, grazie. Grazie, signor direttore. Tutto bene, anche io. Sì, sì, sì. Un momento, per favore. Un momento, per favore. Buchen Sie bitte einen Flug nach Nizza, Rom, Karachi. Mit Rückflug über Colombo, Tokio. Für Donnerstag. Dankeschön. Was wollen Sie denn in Karachi? Oh, Herr Direktor, entschuldigen Sie, es war nur ein Scherz. Ich will ja gar nicht nach Karachi. Nicht? Nein. Aha. Wer sind Sie denn überhaupt? Was suchen Sie hier? Auslandskorrespondent Meyer, Herr Direktor. Welcher Meyer? Meier 4, Englisch, Italienisch und Finnisch. Außerdem besuche ich die Abendschule. Ich lerne ja, Japanisch lerne ich noch dazu. Das ist sehr lobenswert von Ihnen. Aber wie wäre es, wenn Sie sich jetzt wieder an Ihren Arbeitsplatz begeben würden, ja? Sehr wohl, Herr Direktor. Eben. Brauchen Sie meine Brille unbedingt? Entschuldigen Sie. Danke sehr. Bitte schön. Sagen Sie mal, dieser Meier 3. Meier 4. Naja, ist ja egal. Der hat sie wohl nicht alle wen. Er ist ein sehr zuverlässiger Angestellter, Herr Direktor. Also schwamm drüber. Sicher kein unebener Mensch. Aber das Format von Meier 3 hat er nicht. Das Gehalt von Meier 3 hat er auch nicht. Wohl befreundet mit ihm, wen? Ja. Und ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Von mir aus können Sie mit ihm selig werden. Oh, danke. Aber im Moment wollen wir nur zusammen in Urlaub gehen. Wann? Na, morgen. Morgen? Das ist mir aber sehr unangenehm, wo ich so viele ausländische Kunden erwarte. Aber es war doch schon alles besprochen. Ja, ja, ich weiß, Fräulein Schmidt. Aber ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie mich in der nächsten Zeit nicht im Stich lassen würden. Oh, wir hatten doch schon alles bestellt und uns so drauf gefreut. Wer wir? Ach so, Sie und der Herr Meier 4. Ja, 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 ja. Wir wollten nach Italien. Italien, Italien. Müssen Sie denn jede Mode mitmachen? Fahren Sie im Herbst nach Mallorca. Das ist genauso überlaufen. Also, ich gebe Ihnen 2 Tage zusätzlich, ja? Ja? Ja, ich kann Sie natürlich nicht zwingen. Bitte, kann ich... Ich möchte mit Fritz... Ich möchte mit Herrn Meier doch lieber nochmal drüber sprechen. Ja, tun Sie das, aber erst in Ihrer Freizeit. Oder von mir aus tun Sie es gleich. Nur vergessen Sie nicht, dass ich eins von Ihnen erwarte. Werkstreue. Werkstreue. Dass ich nicht lache. Der Tee, Herr Meier. Oh, danke schön. Danke, Frau Wien. Soll Frau Wimmer dir noch eine Kleinigkeit machen? Nein, nein, ich habe schon zu Hause gegessen. Ich kann dir leider auch nichts daran ändern. Und ich habe mich so darauf gefreut. Unser erster gemeinsamer Urlaub. Aber nicht unser letzter. Wir werden es Weihnachten nachholen. Weihnachten? Mach doch nicht so ein trauriges Gesicht. Soll ich vielleicht singen vor Freude? Glaub mir, ich ärgere mich genauso wie du. Also, wenn du nicht fährst, fahre ich auch nicht. Aber natürlich fährst du. Ohne dich macht mir das Ganze gar keinen Spaß. Das war ihm sehr, sehr lieb von dir. Aber weißt du, ich habe mir alles ganz genau überlegt. Du fährst, erholst dich gut und ich kümmere mich inzwischen um eine Wohnung. 2 Zimmer. Mit Küche und Bad. Kleiner Garten. Und ein bisschen anders eingerichtet als dieses Zimmer hier. Ja, vor allem eigene Möbel. Du, wirst du mich auch nicht vergessen. Wie kommst du denn darauf? Na, ein Mann wie du mit eigenem Wagen in Italien? Da warten schon bestimmt einige Signorinas drauf. Sollen warten. Eines musst du mir aber versprechen. Jeden Tag eine Karte schreiben. Du tust ja gerade so, als ob ich gesagt hätte, ich fahre. Also, jeden Tag eine Karte.
bin ich wirklich ganz reizend von Ihnen, dass Sie mich mitnehmen wollen. Was heißt hier mitnehmen? Ich kann Sie gar nicht mitnehmen. Ich habe keine Insassenversicherung. Also meinetwegen müssen Sie sich nicht erst versichern lassen. Apropos versichern, kennen Sie den? Hallo, was Treffen soll denn Sie das? Sie zwei Versicherungsbeamte auf einer Südseeinsel, sagt der eine. Schön ist das hier. Deswegen dürfen Sie auch aussteigen. Ja. Nun, mein Freund, hier trennen sich unsere Wege. Ja, wieso denn? Sie haben mir 50 Witze erzählt. Davon kannte ich 30 und 19 waren faul. Ja, ja, aber der eine. Was war mit dem einen? Na, der war gut. Also, wenn Sie nach Australien wollen, immer geradeaus. Und am Dienstag müssen Sie links abbiegen. Ah, apropos links abbiegen, ein SPD-Mann und ein CDU-Mann treffen sich an einer Straßenkreuzung und sagt, hey! Jetzt fahr ich nach Italien, wo die Zitronen blühen. Und will man mich dort neppen, dann sag ich einfach kühn. Nur für ein paar Spaghetti, da wollen sie 1000 Lire. Da krieg ich ja zu Hause ein ganzes Schwein dafür. Herr Meier, Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, Herr Meier, das haben Sie gut gemacht. Bei meiner letzten Reise kam ich auch nach Paris. Die Stadt ist ja tatsächlich ein Sündenparadies. Sogar die Mona Lisa, die lächelte kokett. Doch nicht mit mir, ich legte mich mit einem Buch ins Bett. Herr Meier, Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, Herr Meier, das haben Sie gut gemacht. Ich ging in einen Zirkus, die Tiere anzusehen. Doch ehe ich mich umsah, war das Malheur geschehen. Ein wild gewordener Tiger brach aus dem Käfig aus. Ich sagte, komm mein Hundchen und nahm ihn mit nach Haus. Herr Meier, Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, Herr Meier, das haben Sie gut gemacht. Ich war auch mal in Texas, das war vielleicht ein Ding. Als ich dort Poker spielte mit drei Boys aus Sing Sing, der Colt lag bei den Karten, der Stärkste hatte recht. Doch was die drei nicht wussten, auch mein Geld war nicht echt. Herr Meier, Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, Herr Meier, das haben Sie gut gemacht. Ich fuhr nach Madagaskar auf einem alten Schiff. Am Kap der guten Hoffnung, da lief es auf ein Riff. Die Mannschaft und die Ratten ertranken, doch ich schwamm ganz ruhig und gemütlich zurück nach Rotterdam. Herr Meier, Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, Herr Meier, das haben Sie gut gemacht. Und eines Tages fliege ich sicher auf den Mond, denn der ist ja bekanntlich noch immer unbewohnt. Und kommt dann per Rakete ein Mann aus USA, dann sage ich, sorry Mister, ich war schon früher da. Herr Meier, Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, Herr Meier, das haben Sie gut gemacht. Herr Meier, Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, Herr Meier, das haben Sie gut gemacht. Wenn ich mir eine Frage erlauben dürfte, Mr. Stone. Psst, leise! Gedenken Sie noch lange zu angeln? Wir haben doch hier noch nie einen Fisch gefangen. Weder hier noch sonst wo haben wir einen Fisch gefangen, Robert. Allerdings. Dabei gibt's hier doch herrliche Exemplare. Man sieht sich hier rumschwimmen. Sperren immer ihre Mäuler auf, aber beißen nicht an. Was ist denn das für ein Geräusch? Ja, ich höre es, in der Tat. Und was ist es? Es handelt sich um eine Stimme männlichen Geschlechts. So, dann gehen Sie hin und sagen der Stimme, sie möge verstummen. Mein Herr,
Präsidentston bittet Sie mit Nachdruck, Ihre Sangeslust zu zügeln. Ich singe aber so gern. Sie verscheuchen damit die Fische? Ihre vielleicht. Meine stecken den Kopf aus dem Wasser, damit sie besser hören können. Bei der Gelegenheit fange ich sie. Ach, die haben Sie alle hier gefangen? Haben Sie gedacht, in der Badewanne? Nicht unbedingt. Jedenfalls danke ich Ihnen für die Einstellung des Gesangs. Ach, lieber Freund, bitte seien Sie doch so freundlich und werfen Sie ein paar von Ihren Fischen dort ins Wasser. Damit Sie, mein Herr... Hä? Mr. Stone, Ihre ersehnte Ruhe ist wiederhergestellt. So? Typischer Fall von Rückfälligkeit. Guten Morgen. Sie haben ja da wunderschöne Fische gefangen. Eine Lizenz haben Sie, nehme ich an. Na klar. Keine haben ist zu teuer. Ich kann nichts machen. Ordnung muss sein. Vielen Dank. Und deshalb finde ich, wenn man schon keinen Fisch fängt, sollte man sich für einen großen entscheiden. So ist es. Wieso? Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Würden Sie bitte so freundlich sein, mir Ihre Angellizenz zu zeigen? Robert, die Angellizenz. Ja, wir besitzen keine. Aha. Wir halten es für überflüssig, für eine völlig nutzlose Beschäftigung, um Genehmigung zu ersuchen. Das ist auch nicht wichtig. Ich muss Sie allerdings um 1000 Lire bitten. Das ist bei uns so. Los, geben Sie ihm das Geld. Ja, wir sind es nicht gewöhnt, Bargeld mit uns herumzuführen. Wir pflegen zu überweisen. Aha. Habe ich eigentlich mein Scheckbuch mit? Nein. Warum nicht? Mr. Stone, Sie haben mir vor 2 Jahren, es war in Australien, ich erinnere mich noch ganz genau, für alle Zeiten und Länder verboten, bei sportlicher Betätigung schnöden Mammon mitzuführen. Ja, warum eigentlich? Um dem Zwecke wahrhafter Entspannung ungestört dienen zu können. Ja. Na, geben Sie mir Ihre Adresse, wir werden das Geld überweisen. Nein. Was heißt nein? Was heißt nein? Sie trauen uns wohl nicht, hä? Nein. Wissen Sie denn nicht, wer dieser Gentleman ist? Das ist mir völlig gleich. Mit diesem Wagen sind Sie 1, 2, 3 über die Grenze und ich bin reingefallen. Das platzt mir aber bald dieses und jenes. Wegen lumpiger 1000 Lire wollen Sie mich verhaften? 2000 Lire, Sie fischen ja schon wieder. Hören Sie mal, ich kann angeln, wo und wie lange ich will, verstehen Sie? Und wenn Sie sich mit dem Hinterbein auf den Kopf stellen, mit dem Hinterkopf auf die Beine stellen. 3000. Robert, verstehen Sie sich hier so rum? Befreien Sie mich von diesem Sonderling, ja? Geben Sie mir schon die läppischen 3000 Lire, egal von wo. Gestatten Sie eine erneute Störung. Es tut uns leid, dass wir Sie vorher etwas unhöflich behandelt haben. Wir? Mr. Stone und ich. Im Grunde hat uns Ihr Gesang sehr viel Freude gemacht. Irgendwie hat er uns sogar an Caruso erinnert. Sie wollen noch was von mir? Ja, da ist nämlich ein Polizist. Aha. Keine Angellizenz? So ist es. Und jetzt fehlt Ihnen das nötige Kleingeld? In der Tat. Also wie viel brauchen Sie denn? 5000 Lire. 5000 Lire? Mhm. Ganz schön. Ich helfe ja gerne einem Fischerkollegen aus. Aber wie kriege ich das wieder? Oh, ich bitte Sie, wir sind Millionärs. Wohin kann ich Ihnen das Geld überweisen? Überweisen dürfte Ihnen schwerfallen. Wie Sie sehen, hat meine Villa noch keine Hausnummer. Ach so. Vielleicht dürfte ich Sie dann bitten, den Betrag morgen im Laufe des Tages in der Villa Stone abzuholen. Dürfte ich Ihnen hier unsere Karte überreichen? Sie dürfen. Vielen Dank. Robert, ich habe Sie inzwischen auf 5000 gebracht. Selbstverständlich, aber mehr war nicht zu beschaffen. Aber eine arme Gegend hier, ne? In der Tat. Ich bitte Sie daher, Mr. Stone, das Vergnügen für heute zu stoppen. Auf Wiedersehen. Auch das noch. Oh. Sehr hübsch. Tratala con cariño, que es mi persona. Cuéntale mis amor, bien de mi vida. Coronalas de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor.
ay, que viente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que viente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Einst zum Raube empörte mich, fliegt eine weiße Taube zu dir hierher. Lasse sie ohne Säumen zum Fenster ein. Mit ihr wird meine Seele dann bei dir sein. Auf Matrosen, oh hey, auf Matrosen, oh hey, in die wogende See. Schwarze Gedanken, sie wanken und fliehen, geschwind uns wie Sturm und Wind. Auf Matrosen, oh hey, schwarze Gedanken, sie wanken und fliehen, geschwind uns wie Sturm und Wind. Der Lieferantenaufgang ist hinten. Petri Heil! Ach, der Herr! Wie war doch der Name? Meier! Einfach Meier! Ich komme wie verabredet. Natürlich! Wir haben nur leider wie immer eine Party. Würden Sie freundlicherweise etwas warten? Gern! Hallo! Ich bin Sylvia Stone. Wie geht's Ihnen? Danke. Ich bin Fritz Meier und es geht mir gut. Das ist Rex Consolini und es kann passieren, dass ich ihn heirate. Gratuliere. Vielen Dank. Corinna, Bob, Mann. John, Renate. Hallo. Joe, ich bin Joe. Hallo. Sie sind wohl ein Freund von Daddy? Nein. Ich habe ihm nur ein bisschen Geld geliehen. Oh, sieh mal an, ein Geschäftsfreund. Dann ist es ja wirklich eine Freude, Sie kennenzulernen. Wieso? Endlich mal ein Geschäftsfreund von Daddy, der auch zu uns passt. Komm her, redet hier nicht so viel, das könnt ihr euch alles drinnen erzählen. Hurra! Hurra! Ja! Hurra! Ach, Kinderchen, ihr seid schon da und ich bin noch gar nicht angezogen. Mir fehlt ja noch der Hut. Ja, wir sind die High-Society. Bei Boys und Girls, Rolls Royce und Yacht. Wer das nicht hat, wird ausgelacht. Wir tun nie, was andere tun. Was denken Sie? Man spricht von Sex, von nicht Sex und hat zum Glück noch nen Komplex. Mit Daddy können Sie immer noch früh genug sprechen. Bei denen langweilen Sie sich doch zu Tode. Bei uns ist doch wenigstens was los. Schlapp gemacht? Schon wieder. Dabei tanzt sie erst 19 Stunden. Wir versuchen nämlich, den Rekord zu brechen. Welchen Rekord? Den Weltrekord. Wenn wir ihn brechen, geht's durch die ganze Presse. Mein Gott, ist das sensationell. Ich bin ja so aufgeregt. So eine Dauerparty ist doch fabelhaft, finden Sie nicht? Ganz meine Meinung. Was ist denn das, eine Dauerparty? Eine Dauerparty... Eine Dauerparty ist eine Party, auf der dauernd eine Party stattfindet. Sehr logisch. Ja, wir haben mehrere Tanzpaare. Ein Paar muss immer tanzen. Zur Sicherheit tanzt noch ein zweites Paar.
damit keine Pause entsteht, wenn mal jemand zusammenbricht. Es ist fantastisch. Sie haben aber Sorgen. Kinder, wo bleibt ihr denn? Rex, Champion vom letzten Jahr. Und dabei mussten wir ihn zum Schluss künstlich ernähren. Das müssen Sie sich ansehen. Viel Vergnügen, aber ohne mich. Na bitte, wenn Sie das nicht interessiert. Mich interessiert nur eins, mein Geld wiederzukriegen. Geld ist immer gut. Ja, wir sind die High-Society. Bei Boys und Girls, Rolls-Royce und Yacht. Wer das nicht hat, wird ausgelacht. Ich bat Sie doch draußen zu warten. Ich konnte bis jetzt noch nicht mit Mr. Stone sprechen. Hallo. Na, da sind Sie ja endlich. Wo waren Sie denn so lange? Nun bitte ich Sie, sehen Sie, ist dieser Hut nicht hinreißend? Naja, ich meine, das Gesicht müssen sich wegdenken. Aber das ist doch ein Einfall. Perlen und Brillanten auf der Hutkrempe, ne? Und der Fummel hier hinten ist direkt aus Paris. Sagen Sie, war die Party vorgestern Abend nicht reizend? Bestimmt, ja. Nur ich war gar nicht da. Nur sehen Sie, ich wusste doch, dass ich Sie irgendwo nicht gesehen hatte. Aber jetzt sind Sie da. Und das ist die Hauptsache. Und nun bleiben Sie bitte, bitte recht, recht lange. Wir haben ja so viel leere Zimmer. Aber mich müssen Sie jetzt entschuldigen. Ich muss für meinen Bruder etwas Medizin beschaffen. Oh ja, ich bin immer als Krankenpflegerin unterwegs. Das ist meine Lebensaufgabe. Und das muss ein Mensch ja schließlich haben, nicht? Bye, bye, bye. Und schlau war das Biest. 3 Tage lang schwamm es immer um meine Angel rum. Aber gestern Morgen... Ich erzähle gerade, ich habe gestern im Hafen einen Fisch gefangen, der war 1672 Gramm schwer. So ein Bursche. Donnerwetter. Mhm. Kann man den mal sehen? Ja, zeigen Sie doch mal her, das Ding. Wenn es nicht gerade zum Ausstopfen ist. Aufgegessen, Doktorchen. Gleich an Ort und Stelle gegrillt. Ja, ja, als Arzt kann ich nur sagen, es ist gut, von Zeit zu Zeit Fisch zu essen. Ja? Entschuldigen Sie, mein Name ist Meier. Ich komme wegen meines Geldes. Was für Geld? Was ich Ihnen geliehen habe. Sie mir? Aha. Hören Sie, ich leihe den Menschen Geld, junger Mann. Verzeihung, Mr. Stone, ja? Es handelt sich um die kostenpflichtige Verwarnung für nicht gefangene Fische. Ach so. Muss das gleich sein? Ich möchte nicht noch länger auf mein Geld warten müssen. Ich tue Ihnen eine Gefälligkeit und... Ja, Sie kriegen Ihr Geld, regen Sie sich nicht auf, wegen so einer Lappalie. Ja, für Sie vielleicht. Jellico! Mein Sekretär ist wieder nicht da. Ich bin Van Straten. Meier? Angenehm? Sie sind Finanzier? Wie kommen Sie denn darauf? Ich war unfreiwilliger Zeuge Ihres Gesprächs mit Präsident Stone. Er schuldet Ihnen Geld. Ja, so kann man es auch nennen. Er war vorübergehend nicht flüssig, ein winziger Betrag. Oh nein, ich weiß, wie stark Stone ist. Da kann von einem kleinen Betrag wohl kaum die Rede sein. Würde mich freuen, wenn Sie mich demnächst besuchen wollten. Ich glaube, ich habe was für Sie. Hallo, Mr. Meier! Hallo, Mr. Meier! Oh, hallo. Verzeihen Sie die Verspätung, aber schon bin ich zur Stelle. Mr. Stone, Sie haben mich rufen lassen. Sie merken auch alles. Entschuldigen Sie, aber Ihr Fräulein Tochter hat mich mit Beschlag belegt. So, müssen Sie etwa mittanzen bei der Dauerparty? Nein, ich bin nur in der Jury und habe mich deshalb um alles zu kümmern. Ach, Sie müssen sich kümmern. So, schlafen werden Sie wahrscheinlich, wie ich Sie kenne. Mitnichten, mitnichten. Mit wem? Ach, ich meine, Ihr von einer Tochter hat mich völlig mit Beschlag belegt. Was wollen Sie eigentlich hier? Ich nichts, Sie haben mich gerufen. Ha! Jetzt ja. Weiß ich auch. Ja. Nee, jetzt habe ich es vergessen. Sie reden einen Blödsinn zusammen, wissen Sie, ich kann mich ja gar nicht konzentrieren. Ja, ich wollte Ihnen an sich nur einen konzentrierten Bericht über ein gegenwärtiges Tätigkeitsfeld geben. Ah ja, ja. Ich brauche 5.000 Lire. In welcher Form? Nur in dieser länglichen Form, wie die Lire nun mal sind. Ach, Sie meinen in bar? In bar, jawohl. Das tut mir mal leid. Was, ich denke, Sie haben 1 Million heute abgehoben. Ja, die waren in 10 Minuten weg. 500.000 brauchte Ihre Schwester für Partyspesen. 300.000 hat sich Herr Van Straten geliehen. Und der schäbige Rest? Den schäbigen Rest von 200.000 Lire braucht Ihr von deiner Tochter für Nagellack oder Hüte. Ich weiß es nicht genau, aber wenn ich Ihnen, sagen Sie, persönlich aushelfen darf, hier sind 10.000 Lire. Hier sehe ich. Ja. Robert? Mr. Stone? Hier, geben Sie das dem Kerl. Und lassen Sie in Zukunft weder Hinz noch Kunz ins Haus. Verzeihung, aber das gnädige Fräulein hat ihn mit da reingebracht. Ei, sieh mal einer, guck. Dieser Lachs ist wirklich ausgezeichnet. Der kommt soeben frisch aus England mit dem Flugzeug. Der arme Stone. Er darf ihn bezahlen, aber nicht essen. Warum? Er ist nicht gut für seine Gesundheit. Verzeihung, dürfte ich Sie einen Moment sprechen? Ja, bitte. Entschuldigung. Damit dürfte die Angelegenheit wohl erledigt sein. Das sind ja 10.000 Lire.
Die kann ich im Moment nicht wechseln. Ja, wir haben es leider nicht kleiner. Und außerdem spielt das bei Mr. Stone gar keine Rolle. Dann glauben Sie, ich nehme Trinkgelder? Dieser Begriff trifft auch Sie nicht zu. Es waren Sie ein Vergnügen. Legen Sie wohl. Ich hab mir davon. Jetzt kann ich auch noch wechseln. Willkommen daheim. Sieh mal an. Ausgerechnet Sie. Schon mal was von Zeltfriedensbruch gehört? Sind Sie platt, was? Apropos platt. Trifft die Eckberg eine englische Kollegin kenn ich, und sagt... Kenn ich. Also, was wollen Sie hier? Ich habe auf Ihre Klamotten aufgepasst. War nicht notwendig. Hier klaut keiner. Haben Sie eine Ahnung. In der Hochsaison ist allerlei fremdes Volk unterwegs. Ja, per Anhalter, mit faulen Witzen. Ah, ist ja nur für eine Übernachtung. Morgen muss ich sowieso weiter. Sie sind eine Type. Welche Sorte Student sind Sie eigentlich? Ich bin Maler. Kunstmaler natürlich. Ich habe gerade meine ockergelbe Periode. Was haben Sie? Meine ockergelbe Periode. Ein Knall haben Sie. Oh ja. Und trotzdem finde ich es recht gemütlich hier bei Ihnen. Und ich wäre heilfroh, wenn Sie Ihr Bungalow heute mit mir teilen würden. Ich denke gar nicht dran. Schlafen Sie doch im Freien, da haben Sie mehr Platz. Und damit decken Sie sich zu. Ich danke Ihnen sehr. Aber hier, für Sie habe ich was. Präsident Stone, Villa Letizia. Na und? Der Mann ist Millionär und ein ganz bekannter Sammler. Ach, und was sammelt der? Verrückte. Dem Manne kann geholfen werden. Danke, alles klar. Gut geschlafen? Wenig, aber tief. Und Sie? Wie haben Sie die erste Nacht unter unserem Dach verbracht? Ich habe nicht unter Ihrem, sondern unter meinem Dach geschlafen. Geben Sie mir doch mal Ihre Hand. Nehmen Sie das Handtuch. Rotieren Sie mir den Rücken. Hey, nicht so kräftig. Oh la la, Sie platzen ja vor Energie. Hinter den Ohren sind Sie noch nicht ganz trocken. Aber das machen Sie wohl besser selber. Ciao. Morgen. Was, Sie sind noch da? Haben Sie Ihr Geld nicht bekommen? Doch. Was wollen Sie noch hier? Ihnen den Rest zurückbringen. Sie müssen mich nicht für dümmer halten, als ich schon bin, ja? Sie haben ein Auge auf meine Tochter geworfen. Jetzt sage ich Ihnen, jetzt nehmen Sie Ihr Auge gefälligst wieder an sich und verschwinden Sie. Na, Sie sind ja genauso eingebildet wie Ihre Tochter. Die kann mir... Vorsicht, junger Mann, ja? Gestohlen kann sie mir bleiben. So, das geht noch. Aber da unten am Swimmingpool, da sah es aber ganz anders aus. Jetzt reicht's mir aber. Hier sind Ihre 5000 Lire und Ihre Tochter, die können Sie gerne in den Hut stecken. Sauerparty, Weltrekord. Na, da lachen doch die Hühner. Was sind das eigentlich für Töne? Wie reden Sie von meiner Tochter, hm? Na, ist doch wahr. Ich wette, die kann doch nicht mal einen Knopf annähen oder sonst irgendwas. Ja, die Wette haben Sie gewonnen. Aber dafür kann sie repräsentieren. Was sind das für eine Tarifgruppe? Haben Sie eigentlich schon gefrühstückt? Nein, aber... Warum sagen Sie das nicht gleich? Bitte nehmen Sie Platz, wir sind ein gastfreies Haus, bitte.
Eigentlich war es ja eine Unverschämtheit, wie Sie von meiner Tochter gesprochen haben. Aber Sie haben völlig recht, sie kann wirklich keine Knöpfe annähen. Na ja, und wozu soll sie auch Knöpfe annähen? Ich bin vielfacher Millionär. Gratuliere. Danke sehr. Und außerdem bin ich unter anderem Hauptaktionär der kanadischen Eisenbahn. Und zwar hatte ich meine erste Million schon so in Ihrem Alter, so mit 28 Jahren, ne? Und jetzt frage ich Sie, Herr Fernseh? Meier. Herr Meier, haben Sie auch eine Million? Nein. Hm? Sind Sie auch Hauptaktionär der kanadischen Eisenbahn? Nein. Was haben Sie dann? Ich habe 2800 D-Mark auf der Bank und eine VW-Aktie. Und davon wollen Sie meine Tochter ernähren? Zum Teufel, ich habe nicht die Absicht, Ihre Tochter zu ernähren. Hm? Und außerdem bin ich verlobt. Sie sind verlobt? Tja. Das ist doch großartig. Robert, ein Frühstück für meinen Freund Meier. Ein Frühstück? Ja. Was pflegen Sie zu nehmen? Sowas aber nicht. Nein, ein normales Frühstück, wie es unsere Gäste jeden Morgen bekommen. So ein normales Frühstück möchte ich auch mal essen dürfen. Wieso? Magen verdorben? Oh, was heißt Magen verdorben? Ich bin ein kranker Mensch. Ja, die Gesundheit ist mehr wert als alles Geld der Welt. Man muss sich rechtzeitig in Form halten. Ach, was will ich sagen? Und wie macht man das? Anständig frühstücken. Immer anständig frühstücken. Das vertreibt die Krankheiten. Natürlich auch gut Mittagessen. So eine Gänsekeule. Oh, mit Kartoffelklößen. Dass Ihnen das nichts ausmacht, mir so etwas zu erzählen, also wo ich so leide. Was fehlt Ihnen denn? Ach, was weiß ich? Der eine Arzt sagt, es ist das Herz, der andere Kreislauf, der dritte Galle, der vierte Leber, der fünfte das Klima, ne? Und der sechste sagt, das Geld. Und Dr. Morelli, was sagt der dazu? Ach, der sagt gar nichts. Der lässt mich halb verhungern. Sehen Sie das an hier. Und dafür muss ich ihn noch bezahlen. Also, würden Sie mir nicht so eine Kleinigkeit von abgeben, bitte? Na klar. Ja? Psst, leise, leise, nicht hier. Man darf mich doch nicht essen sehen. Wissen Sie was? Wir nehmen den Wagen und gehen in die Bibliothek, ja? Ja. Da tarnen wir dann das Ganze. Kommen Sie. Darf ich dem Afrika ein bisschen warten? Wer bitte? Oder wollten Sie nach Australien? Ja, ja. Na ja, ist das dasselbe. Sie essen doch mit uns. Ja, ja. Bitte geben Sie mir keinen Korb. Nein, nein. Hallo, Silvia, Sie mal. Ein lieber Gast, den hat uns der reizende Herr Liemann geschickt. Meier? Das ist Herr Meier. Wo ist denn Ihr Gepäck, Herr Meier? Madame, ich habe kein Gepäck, ich bin Künstler. Oh, ein Künstler. Ja. Und ich liebe Künstler. Ja. Hast du gehört, Silvia? Er hat überhaupt kein Gepäck. Ein echter Künstler. Hallo, Stranger. Was sagte sie? Stranger. Das ist kanadisch. Es heißt Fremder. Bald werde ich Ihnen keiner mehr sein. Kratzen Sie doch nicht die Butter so dünn aufs Brot. Ist ja nicht Ihre Butter. Vorsicht, die Galle. Ist ja auch nicht Ihre Galle. Mit der Galle habe ich es ja erst, seit sich dieser Rex mit meiner Tochter verlobt hat. Seien Sie doch froh, wenn das liebe Kind einen Mann abkriegt. Na, Sie sind ja ein Lümmel. Schicken Sie mir lieber ein bisschen Schinken rüber hier, endlich mal. So, wer? Natürlich soll sie mal heiraten, aber doch nicht den. Ah, zu wenig Geld, hm? Ja, haben Sie eine Ahnung. Der Alleinerbe eines riesigen Vermögens. 1 Million Peseten. 3 Millionen Peseten. Der Wickelgruben und Fleischkonserven. Ach was. Kalten Braten bitte. Wissen Sie doch nicht so hastig. Ich komme ja zu gar nichts. Was haben Sie denn gegen den Jungen? Der kann nichts, der arbeitet nichts. Ja, aber da passen die beiden doch wundervoll zusammen. Was ist das? Kanadisch vor. Alles, was ihr nicht. Meine Schwester. Na, nicht abschicken. Trifft sich in die Komm ich wenigstens in Ruhe dazu, mal selber was zu essen. Sie Sadist. Na, wo bleibt denn der Braten? Warum soll denn nun Ihr Töchterlein diesen Rex nicht heiraten? Hm? Weil er fauler ist als dumm und dümmer ist als faul. In 0, nichts hat er mein und sein Vermögen durchgebracht. Wo die Liebe hinfällt. Ach, Liebe, Liebe. Schicken Sie mir lieber noch eine Hühnerkeule rüber. Hühnerkeule? Denken Sie an Ihre Schwester, wenn die Sie hier findet. Egal, Hühnerkeule! Warum verbieten Sie Ihrer Tochter nicht einfach die Heirat? Ob ich sie verbiete, tut sie erst recht. Ich hab meinen Dickschädel. Außerdem wird sie in 4 Wochen mündig. Ja. Ja?
Wo bleibt denn die Hühnerkeule? Ja, wo ist er denn geblieben? Guten Morgen. Da haben wir die Bescherung. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Morgen. Dieses ist mein lieber Bruder John. John Thomas, das ist ein neuer Gast. Den hat uns dieser reizende Herr Meier geschickt. Ja, hallo, wer sind Sie denn? Nicht sagen, nein. Da muss ich ja von selbst drauf kommen. Warten Sie, haben wir uns nicht auf einer Party bei Mr. Meier kennengelernt? Nein? Ist ja egal. Hauptsache ist doch, Sie sind da. Morgen, Meier, haben Sie gewartet? Mister? Geflügel! Ach. John! Du hast doch nicht etwa... Nein, ich habe nicht... Meine Schuld. Ja. Entschuldigen Sie, sie ist mir gewissermaßen vom Teller geflogen. Ja, so war es, möchte ich sprechen. So, und jetzt weiß ich auch, wer Sie sind. Sie sind ja Mr. Meier persönlich, wie schön. Mr. Van Straten hat mir schon so viel Interessantes von Ihnen erzählt. Wie schön. Tja, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Ach nein, bleiben Sie doch noch ein bisschen, junger Freund, ja? Nein, das geht leider nicht. Die Fische warten auf mich. Ja, sprechen wir doch mal über dieses edle Weidwerk. Ich selbst bin ein Fisch, ich wurde vom Februar bis März geboren. Sie müssen das verstehen, mein Bruder ist ein leidenschaftlicher Angler, so wie Sie Künstler. Und als solcher wird Sie diese aparte Luftschacht interessieren. Denken Sie, bei Nordwind beziehen wir durch ihn direkt den Ozon des Südens. Hallo, Stranger. Ach, das Fräulein Tanzweltmeisterin. Sagen Sie, müssen Sie immer so ironisch sein? Sie erwarten doch nicht, dass ich Sie ernst nehme. Ihr Freund ist aber viel netter. Den haben Sie auch schon kennengelernt? Der hat mich mit Komplimenten überhäuft. Er hat sogar gesagt, dass er mich malen will. Und warum tut er es nicht? Ach, da muss man ja stundenlang steif da hocken. Fürchterlicher Gedanke. Jetzt ist er halt Junes Verehrer. Wenn nur nicht alles so entsetzlich langweilig wäre. Die glücklichen jungen Mädchen von Rom springen im Abendkleid in den Trevi-Brunnen und ich sitze hier. Ich bin dazu verurteilt, in diesem langweiligen Provinznest zu versauern. Naja, nun heiraten Sie ja bald. Vielleicht schenkt Ihnen Ihr Mann einen eigenen Brunnen. Er soll ja sehr reich sein. Gott, ja. Rex Vater ist so eine Art Zinnkönig, irgendwo in Bolivien. Vielleicht ist es auch Uruguay. Ich habe nicht so genau aufgepasst. Armes Kind. Wissen Sie, wozu ich Lust hätte? Wozu? Ach, lohnt ja doch nicht. Sagen Sie mal, hat Ihnen noch niemand richtig die Meinung gesagt? Nein, versuchen Sie es doch. Ich fürchte, es ist schade um die Zeit. Ich habe was Besseres vor. Warten Sie einen Moment, ich begleite Sie. Also, ich warte. Worauf? Auf die ernsten Worte. Mit Ihnen sollte man sich sehr ernst oder überhaupt nicht unterhalten. Aber bitte, wenn Sie es unbedingt hören wollen, Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Ihr Vater hat es leider versäumt, Ihnen rechtzeitig den Hintern vollzuhauen und Ihnen das Arbeiten beizubringen. Entschuldigen Sie, das ist meine Meinung. Aber die wollten Sie ja wohl wissen, nicht? Komisch. In diesem Ton hat noch niemand mit mir zu sprechen gewagt. Warum werfe ich Sie eigentlich nicht hinaus? Erstens, weil ich von selber gehe. Und zweitens, weil Sie neugierig sind, einmal im Leben die Wahrheit zu erfahren. Oder weil ich Sie eigentlich doch nett finde. Nett finde ich Sie eigentlich auch. Nur völlig überflüssig. So, jetzt wissen Sie es. Ciao. Pflege! Gewitterziege. Ich bin ja so froh, dass Sie hier sind. Ja, und ich erst. Ich habe sofort gefühlt, dass Sie Künstler sind. Ach. Sie haben so etwas Geniales an sich. Oh ja. Mister, wie heißen Sie eigentlich? Mein liebes Kind, sagen Sie schlicht Meister zu mir. Meister? Ja. Ich habe einen kanadischen Millionär kennengelernt, der mich ein paar Mal eingeladen hat. Ist mir aber alles viel zu versnobbt. Ja. Und dann schreibt er hier noch, viele Grüße an alle Kollegen. Mhm. Und was schreibt er von den hübschen Mädchen? Von welchen hübschen Mädchen? Ja, die vom Millionär. Oder haben Sie schon mal Millionär ohne hübsche Mädchen gesehen? Mhm. Ja, war ja nicht so gemeint, Frau Schmidt.
Ich meine ja nur, Ihr Fritz amüsiert sich bestimmt da unten, sonst will ich Meier 5 heißen. Und warum sollten Sie nicht eigentlich auch Sie mal? Hm? Wie wäre es denn, wenn wir beide heute Abend ein Stündchen tanzen gehen? Ja, wissen Sie, Herr Schnelle, da warte ich doch lieber, bis Sie Meier 5 heißen. Hm. Dauerparty, Weltrekord, so ein Blödsinn. Bei dem Krach kann auch kein Mensch schlafen. Sieh aus! Sollen die mal sehen, wo ich bleibe. Yes. Irgendwelche Wünsche, Mr. Stone. Ich ziehe aus, Robert. Die anderen machen mir zu viel Krach. Mein Wagen, bitte. Das gnädige Fräulein beliebt, den Wagen gegen eine kräftige Palme zu fahren. So, da fahre ich eben zu Fuß. Ohne Stärkung? Sie haben recht. Und was habe ich mir heute zu bieten? Darf ich bitten? Oh. Hm. Ja. Darf ich? Nein. Sie bleiben hier und decken meine Flucht. Und was für ein Wein? Mhm. Noch? So, ja. Noch ein bisschen. Komm. Das ist aber genug. Nur noch eine, nur eine. So. Nein, nicht übertreiben. Ich empfehle den Hinterausgang. Ah ja, das ist gut. Robert, und wenn jemand nach mir fragen sollte, wo bin ich? Nirgends. Heute glücklich, morgen traurig, übermorgen liegt weit. Ich dich lieben, du mich lieben, heute ist heut. Prost! Für einen Millionär sind Sie eigentlich ein ganz netter Mann. Ja, Millionäre sind ja auch nur Menschen. Ne? Sie sind aber auch sehr sympathisch. Wollen Sie nicht ein paar Tage mein Gast sein oder wenigstens ein paar Wochen? Nein, danke. Nee, warum? Sie haben doch Urlaub. Eben, deswegen. Ah, Ihnen gefällt wohl meine Villa nicht, was? Doch, die Villa schon. Ah. Nur zu viel verrückte Menschen. Ja, da haben Sie recht. Wie im Taubenschlag. Neulich war mal ein Ehepaar bei uns zu Gast, das kannte kein Mensch. Erst, dass sie ihre Hotelrechnung bezahlen wollten, da merkten wir, dass sie gar nicht zu uns gehören. Darf ich Ihnen mal einen Vorschlag machen? Na? Wenn Sie sich von dem ganzen Rummel hier erholen wollen, dann ziehen Sie doch einfach zu mir, in mein Zelt. Tja, danke, das ist sehr nett von Ihnen, aber wissen Sie, vielleicht ist es ein bisschen zu eng für mich, nicht? Sure. Da habe ich schon lieber verrückte Gäste. Warum schmeißen Sie denn die nicht einfach raus? Ich halte mir die Bande so wie andere Wellensittiche oder Affen. Teurer Spaß. Ja, das kann man wohl sagen. Und dafür sind Sie ja Millionär. Ja, bin ich aber auch nicht immer gewesen. Wie sind Sie denn zu Ihren Millionen gekommen? Na, das war ein ziemlich langer und beschwerlicher Weg. Mhm. Ja, boah, ich habe ja ganz klein angefangen. Ja. Als Baby. Ja, wie Sie auch. Allmählich wuchs ich heran und mit 16 wurde ich Banklehrling. Mit 20 hatte ich ausgelernt, aber ich hatte noch keinen Cent.
Und dann? Nun, dann wechselte ich meinen Beruf. Ich wurde Angestellter bei einem Börsenmakler, ja. So. Na, das war vielleicht ein Gauner. Und bei dem wurden Sie Millionär? Ach wo. Mit 23 Jahren gründete ich erst mal eine eigene Firma. Oh. Mit der ging ich dann pleite. Ja, und dann fing ich an zu spekulieren. Oh, 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 das kann schief gehen. Ja, das kann. Es ging auch schief. Na, und die Millionen? Millionen? Ja. Die Millionen, das war ganz einfach. Die habe ich geerbt. Ha! Jetzt habe ich kein Zifferblatt mehr auf der Uhr. Ach nein, da ist es ja. Also ich verstehe das nicht. Es wird später und später. Und ich verstehe es nicht. Sie müssen sofort eine Großfahndung fahren lassen. Mein Bruder muss unbedingt morgen früh wieder da sein. Schon veranlasst. Sagte er oder tat er etwas Ungewöhnliches? Ich gebe eine Party und habe mich ganz fest auf ihn verlassen. Wo sind Sie denn? Halten Sie es für möglich, dass er Selbstmordabsichten hat? Haben Sie Sorgen, dass man Sie zu Hause vermisst? Nee, nee. Die vermissen mich erst, wenn Schecks zu unterschreiben sind. Jetzt bin ich nur extra vor der Dauerparty geflohen, weil die nachts immer so einen Lärm machen. Jetzt machen die einen neuen Lärm. Man müsste die Polizei bei der Polizei anzeigen wegen nächtlicher Ruhestörung. Wissen Sie was? Hm? Wir gehen jetzt angeln. Sollen Sie mal sehen, wie schnell die Fische um diese Zeit anbeißen? Das ist eine gute Idee, das machen wir. Ja, aber nur unter einer Bedingung. Nämlich? Wenn wir einen gehörigen Vorrat von Arznei mitnehmen. Hm? Komm, gehen wir. Einverstanden. Oh, verstanden. Bitte? Oh, ja, der ist wieder. Hey, hier ist hinstellen, weiß ich nicht. Ja, immer los, dieser. Oh! Jean! Oh, Jean! Na, endlich, da ist ja Papa. Ich habe einen Fisch gefangen, den wir zum Frühstück haben. Fisch ist gesund. John, deine Familie, deine Freunde und sogar die Polizei fordern jetzt von dir Rechenschaft. Wo warst du? Ich glaube, ich gehe lieber. Nein, Sie müssen beweisen, dass Sie mein Freund sind. Sie dürfen mich jetzt nicht im Stich lassen. Allein setze ich mich hier nie durch. Also gut, bleibe ich zum Frühstück. Ja, Herr Meier bleibt. Robert? Bitte? 2x5 Eier im Glas. Archibald? 10 Eier im Glas. Sylvia, du weißt. Ja, Papa. Ach was? Du weißt meinem Freund Meier ein Zimmer an. Ich sollte doch nur zum Frühstück bleiben. Ruhe! Ich bin der Herr im Haus. Hier wird befohlen, was ich tue. Na? Na, ab heute jedenfalls. Mein armer Liebling. Ich hole dir eine Medizin zur Beruhigung. Sowas habe ich immer zur Hand. Medizin? Bäh. Mir wäre schon so schlecht ohne Medizin. Was für ein Mordsfisch. Groß, prächtig. Haben Sie ihn gefangen? Jawohl. Das ist ein schöner Schell, dieser Fisch, ne? Dürfte ich wohl mal Ihre Angellizenz sehen, wenn ich bitten darf? Robert, unsere Angellizenz. Noch war es leider nicht möglich, dieses Dokument zu beschaffen, Sir. Hm. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Warum stehen wir eigentlich hier so rum? Ich bin bitte so müde. Erstaunlich. Kolossal. Dankeschön. Sylvia, tu, was ich dir gesagt habe. Kommen Sie, ich zeige Ihnen jetzt Ihr Zimmer. Nein. Also, das hier ist Ihr Zimmer. Hoffentlich gefällt es Ihnen. Und wenn sie nicht gefällt, dann können Sie ja wieder gehen. Aha, Sie sind mir böse, weil ich Gewitterziege zu Ihnen gesagt habe. Ach, haben Sie das gesagt? Das habe ich nicht gehört. Aha, dann haben Sie auch nicht gehört, dass Sie Flegel zu mir gesagt haben. Na, Frau Schmidt, so traurig. Was denn passiert? Ich mache mir Sorgen.
Sorgen? Aber doch nicht um das Wohl der Firma, hm? Herr Meier. Ah, unser Auslandskorrespondent, der so gerne telefoniert. Ich muss zu ihm. Er schreibt so seltsam. So? Was schreibt er denn? Zeigen Sie mal her. Bitte, Herr Direktor, geben Sie mir ein paar Tage Urlaub. Urlaub, das ist ausgeschlossen. Liebe Edith, Millionär kennengelernt, fabelhafter Mann, tolle Villa mit Swimmingpool, hat mich zum Frühstück eingeladen. Naja, ist eben ein bisschen aus dem Tritt gekommen, das macht doch nichts. Was er braucht, ist Arbeit. Geregelte Arbeit ist die beste Medizin. Lesen Sie mal weiter, bitte. Amüsiere mich wie Bolle. Herzliche Grüße, dein Fritz. Na und? Und seitlich das Kleingeschriebene? Kleingeschriebene auch noch. Auch von mir herzliche Grüße. Wir sind sehr glücklich. Silvia. Wer ist denn Silvia? Ja, das weiß ich eben nicht. Aber wo Millionäre sind, sind doch hübsche junge Mädchen. Steht ja in jeder Illustrierten. Und darum muss ich zu ihm. Sofort. Er braucht mich. Braucht mich. Und wenn ich keinen Urlaub bekomme, Herr Direktor, fahre ich ebenso. Das ist ja die Höhe. Also gut, fahren Sie. Aber wenn Sie fahren, fliegen Sie. Und zwar raus. Möglicherweise. Übrigens, ach, Gnädigste, kennen Sie den? Vater und Sohn gehen zusammen in den Zoo. Sagt der Sohn zum Vater, Vater, heiraten Kamele auch. Dann sagt er, Vater, nur Kamele heiraten. Nein, den kenne ich nicht. Erzählen Sie mal. Ja, habe ich doch. Na, ich meine, wo bleibt der Witz? Wie geht es denn zu Ende? Wieso? Ja, also Sie erzählen es mir dann nochmal, wenn es Ihnen eingefallen ist. Sagen Sie, Sie können mir nicht helfen. Da ist eben irgendjemand vorbeigegangen, dem ich etwas ganz Bestimmtes erzählen wollte. Aha. Sie wissen nicht, wer da vorbeigegangen ist. Im Moment nicht. Sie wissen auch nicht, was ich dem Bestimmtes erzählen wollte. Im Moment nicht. Naja, also machen Sie keine Gedanken, das fällt mir bestimmt noch ein. Also bye bye und vergessen Sie den Witz nicht. Und hoffentlich wird es nicht schlimmer. Nein. Sag mal, was ist er eigentlich? Kann er was oder hat er nur Geld? Wenn sonst alles stimmt, ist es doch gleichgültig, was einer hat oder was einer kann. Und wenn du es genau wissen willst, der ist Auslandskorrespondent und ein Zwilling. Was, sein Bruder ist auch hier? Na prima, dann können wir ja teilen. Ach Unsinn, sein Sternbild ist Zwilling. Schade. Ein Auslandskorrespondent lebt aber im Inland, sagen Sie? Also erstens das konfus, zweitens ist es unlogisch, und drittens mal, wie soll ich es denn verstehen? Das handelt sich glatt um einen kleinen Angestellten. Oh, es ist ja skandalös. Er ist ein Hochstapler. Ja, aber das sage ich nur Ihnen. Die Sache muss natürlich unter uns bleiben. Ach, aber ich sage doch keinem Menschen ein Wort. Ach, da kommt ja der reizende Herr Dingsler. Der wird staunen, wenn ich ihm das erzähle. Bye, bye. Oh. Sagen Sie bitte den Herrn, dass ich die Lizenz für den Unterwasserhebekran nur ungern hergebe, aber für, na, $80,000 sollen Sie ihn haben. Shodangma Motor Yamedesse. Kassina. Vagitato, Nara, Granva, Bamboum. Sparasi, Fotokopie, Desseyo. Ukagai-Masse, Ukagai-Masse. Das ist ja eine aufgelegte Schweinerei. Ja, wieso? Komm, das sei. Tsuyakuwa detara madeshta. Ach so, das kann. Verzeihung, Sie sprechen Japanisch? Na, wenn's recht ist. Oh, das ist sehr interessant. Was hat er gesagt? Wer? Jeliko. Er hat gesagt, die verzichten auf das Geschäft. Und er wird den Herrn die Fotokopie des Patents zum halben Preis ins Hotel bringen. Die Lügner, die Betrüger! Ihr werdet die Polizei rufen! Oh, mein Brüderchen ist aber laut, aber das macht nichts. Ich habe gerne Krach. Da ist wenigstens was los. Pass Sie mal auf. Jetzt fliegt er! Verduften Sie! Denken Sie mal an, so schnell! Hallo, Mr. Meier. Man muss uns falsch informiert haben. Papa, bitte lass Jellico doch bis zum Schluss der Party bleiben. Na, meinetwegen. Mensch, Meier, das haben Sie großartig gemacht. Ich möchte Sie am liebsten für immer hier behalten. Da weiß ich aber jemand, der damit nicht einverstanden wäre. Ja, das Fräulein Braut, ne? Mhm. Ja, wenn Sie nicht für immer hier bleiben können, bleiben Sie ein bisschen hier. Was soll ich denn in ein bisschen für Sie noch tun? Ach, Sie sollen hier Ordnung schaffen. Sie sollen so weitermachen, wie Sie angefangen haben. Aufräumen! Menschenskind, Meier, wir wollen noch ein neues Leben anfangen. Meins gefällt mir aber ganz gut. Aber wenn ich schon aufräumen soll, womit soll ich denn beginnen? Womit? Womit? Ja. Mit dieser verrückten, blödsinnigen Dauerparty zum Beispiel. Hm? Okay, Mr. Stone. Ja. Thank you.
doll. Noch 2 Tage und wir haben den Weltrekord. Und dann schafft ihr neue Füße an. Die alten lasst ihr verschenken, sie tauchen nichts mehr. Letzte Meldung aus Amerika. Der Weltrekord im Dauertanz steht seit heute Morgen auf 7 Wochen, 5 Tagen, 13 Stunden. Aber das kann uns ja nicht entmutigen. Wir machen weiter, bis Mitte nächsten Monat. Ich pfeife auf den Weltrekord. Genau. Nur Mut, Leute. Die paar Wochen gehen auch vorbei. Man muss nur auf das Tempo drücken. Ich kann nicht mehr. Naja, bei dieser Musik, da schlafen einem ja die Füße ein. Da kann ja kein Mensch tanzen. Ich werde das mal übernehmen. Happy, happy baby, ich sehne mich nach dir. Deine roten Haare, deine grünen Lippen, deine schwarzen Blue Jeans, die verehlen mich. Oh, oh, happy, happy, happy baby. Happy New Year! Happy oh 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 oh! Happy End! Ich brauche 2. Eine. Ich bleibe. Ach, ist das ein Blättchen. Ich muss doch sehr bitten. Da halten Sie sich auch nicht so hin, dass ich sehe. Machen Sie das so wie ich. Das scheint ein gutes Platz zu sein. Na, wie steht's? Die Luft ist rein. Die Dauertanzparty ist zu Ende. Also wissen Sie, wenn ich nicht so eine glänzende Karte in der Hand hätte, ich würde Ihnen die Hand geben. Herzlichen Dank. Gern geschehen. Aber ich gehe lieber. Empfehlen Sie mich Ihrer Tochter. Nein, bleiben Sie noch die paar Minuten bis zum Abendbrot. Wir sind gleich fertig. 10. Ich passe. Passe auf. Hier diese 10 und nochmal 15. Ah, das hätte ich auch gemacht. Ja, passe ich. Sehen Sie, so wird das gemacht. Hat er was davon begriffen? Ja, ja, aber... Na, was haben Sie denn nicht begriffen? Na, wenn Sie mich schon fragen. Ich verstehe nicht, warum Sie die Asse immer aus dem Ärmel ziehen. Das ist ja eine ungeheuerliche Behauptung. Mr. Stone! Ja? Mr. Stone, ja? Sehen Sie, was er noch hier in dieser kleinen Tasche hat. Also, das ist ja fabelhaft. Du, Johnny, das müssen wir auch lernen. Ne? Aber ich glaube, ich muss mich jetzt um den reizenden Herrn Butschke kümmern. Ne? Er ist so sensibel. Womöglich tut er sich was an. Wie viel Asse hatte er denn? Auf jeden Fall ein paar zu viele. Ah, dass mir keiner an mein Geld geht, ja? Ich komme gleich zurück. Den reizenden Herrn Butschke sind Sie auch los. Ja, eigentlich schade. Warum? Ja, 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 Sie haben mich um ein sehr nettes Vergnügen gebracht. Aber der hat doch falsch gespielt. Das weiß ich doch. Und ja. Trotzdem haben Sie... Ja. Sehen Sie, es ist so. Ich pokere so gern, so viel und so hoch, dass kein Mensch mit mir spielen will. Nur die Falschspieler natürlich. Nicht wahr, Herr von Straten? Ich muss das sehr bitten. John, oh John, was ist denn passiert? Das ganze Haus ist leer. Wo ist denn dieser reizende Mr. Van der Straten? Der war so reizend, vorgestern zu verschwinden, gnädige Frau. Nun ja, aber wo der reizende Herr Wutke mit den vielen Assen? Den hast du doch gestern Abend selber zur Fähre gebracht. Ja, ja, der war das? Klar, das verdanken wir doch alles Herrn Meier. Wo ist der überhaupt? Der packt seinen Koffer. Der soll gleich wieder auspacken, ich muss ihn sprechen. Du, deine Medizin. Heute ist Donnerstag. 2 rosa, 2 grün. Hörst du? Wer hat Ihnen denn erlaubt, diese ganzen Sachen hier zu essen? Herr Meier. So. Und rauchen und trinken muss ich auch. Dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn Sie mit 100 Jahren ein toter Mann sind. Wenn Sie mir in die Kur pfuschen, sind Sie selber schuld. Ich garantiere Ihnen, bei mir wären Sie 105 geworden. Darf ich Ihnen ein Ei aufschlagen, Mr. Stone? Nein. Schließlich muss ich auch mal körperlich arbeiten, ne? Dieser Meier wird mir allmählich unheimlich. Der vertreibt unsere ganzen lieben Gäste. Ich weiß ja schon nicht mehr, wen ich zu einer Party einladen soll. Und dabei haben wir so viele leere Zimmer und ich habe noch so eine Menge neuer Hüte. Er muss verschwinden, bevor mein Vater kommt. Das stört ein bisschen die Harmonie. Und du störst im Augenblick auch, merkst du das nicht? Geh endlich raus und lass uns allein. Ich verstehe Papa nicht. Dieser Meier macht mit ihm, was er will. Ja,
haben. Darum hat auch Rex vollkommen recht. Was hat er denn gesagt? Das weiß ich nicht mehr. Ach ja, doch, natürlich weiß ich es. Er hat gesagt, der muss verschwinden. Aber ich bitte dich, Kind, setz dich hierher zu mir, ja? Verschwinden? Wie? Das Rumgelaufe von dir macht mich ganz nervös. Pass mal auf. Dein Vater hat nur einen einzigen schwachen Punkt und das bist du. Wieso denn ich? Was habe ich damit zu tun? Wenn dein Papa annehmen müsste, dass dieser Schulze... Meier. Oh, aber Kind, es ist doch so unwichtig, wie dieser Mann heißt. Name ist sowieso nur Rauch und irgend noch eine andere Sache. Also wenn Papa annehmen müsste, dass dieser Lehmann hinter dir her ist, wirft er ihn doch sofort heraus. Was willst du damit sagen, dass ich mit ihm flirten soll? Ich kann ihn nicht ausstehen und er mich auch nicht. Ach, er kann dich nicht ausstehen? Na, dann ist es natürlich fraglich, ob das mit dem Anbeißen klappt. Sich nicht für mich interessieren? Der Mann ist noch nicht geboren, für den ich nicht interessant bin. So, jetzt gehe ich aber wirklich. Ich glaube, meine Aufgaben hier bei Ihnen sind ja jetzt erfüllt. Leider nein. Bitte lesen Sie. Morgen kommt der Vater von Rex und ist die Verlobung nicht mehr aufzuhalten. Also gut, dann werde ich eben mit Ihrer Tochter noch einmal reden. Hat auch keinen Sinn, wenn sie nicht von selber nein sagt. Ich weiß keinen Ausweg mehr. Aber zerbrechen Sie sich doch noch einmal meinen Kopf, bitte. Tun Sie mir den Gefallen, ja? Da wimmelt doch noch dieser Anstreicher hier herum. Vielleicht kann der ihrer Tochter den Kopf so verdrehen, dass sie genug hat von Rex. Nee, das ist nicht besonders. Das ist gutes das. Das ist sogar sehr gut. Aber nicht der Anstreicher. Sie werden Ihren Kopf verdrehen. Ich? Jawohl, Sie. Wie stellen Sie sich denn das vor? Ganz einfach. Meine Tochter ist gewohnt zu kommandieren. Die macht einfach so und schon springen alle Männer. Jetzt drehen Sie doch mal den Spieß um. Machen Sie doch mal so. Passen Sie mal auf, wie das wirkt. Jawohl. Und wenn sie erst mal Feuer gefangen hat, ist der Rex erledigt. Junger Mann, das Schicksal meiner Tochter lege ich in Ihre Hand. Ja, bitte. Guten Morgen, Mr. Meier. Robert, was führt Sie zu mir? Nur ein privater Grund. Wenn Ihnen das Urteil eines bescheidenen Dieners nicht zu anmaßend ist, so möchte ich bemerken, dass es in diesem Hause Leute gibt, die Ihnen nicht wohlgesinnt sind. So? Ja, es ist eine Konspiration gegen Sie im Gange. Was Sie nicht sagen. Hüten Sie sich vor unserem gnädigen Fräulein. Wenn Sie bei ihr vielleicht einen Gesinnungswandel bemerkt haben, so sei Ihnen gesagt, das ist nicht echt. Dankeschön. Bitte sehr. Robert? Ja? Es freut mich, dass ich Sie plötzlich zum Bundesgenossen habe. Ich dachte immer, ich bin Ihnen nicht reich und nicht fein genug. Was ist denn? Was ist reich? Gott sieht aufs Herz. Sie stehen im Leben und ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch schon schlechte Zeiten durchgemacht haben. Und Sie meinen, das sollte man nicht vergessen? Ja, Mr. Meier. Ich habe auch nicht immer in herrschaftlichen Häusern gedient. Robert, wir verstehen uns. New York. Riesenverkehr, Wolkenkratzer. Man muss den Hals recken, um den Himmel zu sehen. In der 40. Straße soll es Arbeit geben. Ich laufe hin und klopfe an die Tür. Bedauere, der Boss ist nicht hier. Das Geld liegt nicht auf der Straße. Ich muss leben, brauche dringend einen Job. Ich suche weiter, tagelang, wochenlang. Immer die gleiche Antwort an jeder Tür. Bedauere, der Boss ist nicht hier. Und dann ist wieder Sonntag. Wir tun, was uns gefällt. Und träumen bis zum Montag. Ich verliere nicht den Mut. Geh nach Chicago, Detroit,
Lauf in die 40., 50., 60. Straße. Rase mit den Liften im 50., 60., 70. Stock. Immer die gleiche Antwort. An jeder Tür. Bedauere, der Boss ist nicht hier. Endlich hatte ich einen Job gefunden. Musste eine Maschine reparieren. Eine Maschine, die 100 Menschen ersetzt. Auch mich. Und wieder laufe ich von Tür zu Tür. Bedauere, der Boss ist nicht hier. Und dann ist wieder Sonntag. Wir tun, was uns gefällt. Und träumen bis zum Montag von einer besseren Welt. Doch eins weiß ich. Wenn ich eines Tages müde bin, müde vom Laufen, müde vom Wandern, dann steige ich zum letzten Mal in den Lift und fahre hinauf, höher und höher, bis an eine große goldene Tür. Ich klopfe leise an und eine Stimme sagt, tritt ein, mein Sohn, und bleibe hier. Und dann ist immer Sonntag. So, mein Lieber. Psst, nicht so laut, der Meister wird sonst wach. Das soll er ja auch. Entweder Sie streichen die Gartenmöbel da drüben weiß, oder Sie verschwinden. Pinsel. Mein lieber Herr Meier, wenn ich die Wahl habe zwischen Arbeit und Verschwinden, dann verschwinde ich lieber. Wie kann er weiß streichen, wenn er seine ockergelbe Epoche hat? Herr Meier, kommen Sie hierher. Kommen Sie doch her. Aber gerne. Was kann ich also für Sie tun, mein Herr? Ich habe Ihren Maler hinausgeschmissen. Geschieht ihm ganz recht. Seine idiotischen Flexereien hängen mir zum Hals raus. Ich danke Ihnen herzlich. Und außerdem wollte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Sagten Sie entschuldigen? Ja? Nicht weich werden, Junge. Ist in Ordnung. Also wenn Sie glauben, dass damit alles gut ist, haben Sie sich aber geirrt. Ja. Ah, ist für Sie. Silvia, zum Teufel! Sofort bist du lieb. Nett musst du sein. In allem nachgeben. Ja, Tante. Sie haben ja in allem so recht. Je mehr ich es mir überlege, umso mehr sehe ich ein, dass Sie der einzige Mensch sind. Hallo, hallo. Komplimente? Komplimente? Nein. Das ist die Wahrheit. Ich hab Sie sehr gern. Freut mich. Meinen Sie das ehrlich? Ja, freut mich wirklich, aber... Es verwirrt mich ein bisschen. Sie haben eine besonders reizende Art, verwirrt zu sein. Ich gefalle Ihnen doch auch ein bisschen, geben Sie es ruhig zu. Ja, ja. Ganz unsympathisch sind Sie mir nicht, aber... Hallo? Bitte? Bitte, ich suche Herrn Fritz Meier. Wohnt er hier? Ja, der wohnt hier. Wo kann ich ihn denn sehen?
Er ist hier oben irgendwo im Garten. Sie können hier oder da heraufkommen. Dankeschön. Bitte sehr. Eine Hitze hier. Ich glaube, es wird ein Gewitter geben. Ich wusste, dass wir zusammengehören vom ersten Augenblick an. Ich hab's immer gefühlt, Darling. Also, ich muss Ihnen was sagen. Wir wollen nicht reden. Wir wollen den Zauber der Stunde nicht zerstören. Wir sprechen später über alles, Darling. Sie haben recht. Sie haben ganz recht. Ja. Wir sprechen später noch davon. Hey, Gnädigste, so warten Sie doch. Sagen Sie, sind Sie da oben auch rausgeflogen? Nein. Ich bin von selbst gegangen. Also das täte ich nie. Ach, deshalb habe ich Sie da oben noch nie gesehen. Und wohin geht's jetzt? Ich weiß es nicht. Wissen Sie was? Ja. Wir gehen jetzt zusammen. Wohin? Essen. Komm, soll ich mich fertig erwarten? Allerdings, ich bin etwas zu früh, ich war für morgen verabredet. Sehr wohl, Signor. Ich werde Mr. Stone sofort benachrichtigen. Wollen Sie wieder einen Augenblick Platz nehmen? Na, Papa, was sagst du nun? Ganz hübsch. In Kanada haben Sie einen Palast. Was, einen nur? Herr Rex ist mit seinem Vater angekommen. Einen Tag früher. Sie sind in der Halle. Na schön, dann geht's in einem aufwaschen. Soll ich die Herren die Bibliothek bitten? Nein, lassen Sie die beiden ruhig, wo sie sind. Dann haben Sie ein weiteres Schloss in Österreich gekauft, das Sie jetzt abtragen lassen, um es in den Staaten wieder aufzustellen. Weil Sie so romantisch sind. Ja, ja. Oh nein, Mrs. Stone. Das mache ich nicht mehr mit. Seit Monaten hat hier im Hause keiner sein Geld bekommen. Seit Wochen vertröste ich Ihre Gläubiger. Nichts ist bezahlt, nichts gehört Ihnen. Nicht einmal diese protzigen Autos. Lassen Sie mich gefälligst ausreden. Die ganze Welt weiß, dass Sie seit Jahren pleite sind. Ich habe es satt, mich auf die Hochzeit Ihrer Tochter mit irgendeinem südamerikanischen Erben vertrösten zu lassen, von dem Sie selber sagen, er sei der größte Trottel, der Ihnen je begegnet ist. Wer weiß, ob dieser Mann überhaupt existiert. Und wenn er existiert, ob er dumm genug ist, Ihnen auf den Leim zu gehen. Oh nein, Mr. Stone, ich bin noch nicht fertig. Da ist noch einiges mehr zu sagen. Nicht mehr nötig, Mr. Meyer. Die Herrschaften sind bereits gegangen und ich bin sicher, die kommen nicht wieder. Oh, da bin ich aber froh. Viel mehr wäre mir auch gar nicht eingefallen. Darf ich mir erlauben, Ihnen zum Zeichen meiner Beobachtung einen Whisky anzugießen? Gerne. Und zwar den besten, den wir im Hause haben. Danke, Robert. Es wird auch gleichzeitig mein Abschiedslook sein. Oh, was heißt? Also ich hasse solche Situationen. Sowas kann mir den ganzen Europaaufenthalt verderben. Ach, Kind, kriech nicht hinter mir her, sondern rede. Spanne mich doch nicht so auf die Folter. Erzähl doch mal. Hat es geklappt, das mit dem um den Finger wickeln? Oh ja, es hat geklappt. Nur war es leider umgekehrt. Er hat mich um den Finger gewickelt. Wie konnte das geschehen? Wie war das möglich? Wie das möglich war? Das war ganz einfach. Ich habe mich Hals über Kopf verliebt. Verliebt? Ganz einfach verliebt? Wie macht man sowas? Oh nein. Kind, du bringst mich völlig durcheinander. Also, wenn ich Ihnen sage, dieser Meier hat mich nur rausgeworfen, weil er Angst hatte, dass ich ihm die Partie bei Silvia verderbe. Aber bloß nicht aufregen. Aufregen macht Hunger. Ober, zahlen! Oh nein, ich möchte nicht, dass Sie für mich mitbezahlen. Ja, das kann ich verstehen. Herr Ober, die Dame zahlt bitte alles. Hm. Aber nun vergessen Sie doch endlich diesen Meier. Vergessen. Vergessen kann man nur etwas, was wirklich geklärt ist. Aber ich weiß, was ich tue. Ich gehe zu ihm hin und wenn es nun schon aus ist, dann soll es mir wenigstens selber sagen. Also gut dann, bis heute Abend, mein Schatz, ja? Meister, endlich habe ich dich gefunden. Ah, und übrigens, Fräulein Schmidt, für den Fall, dass Sie heute Abend keine Zeit haben sollten, das macht auch nichts. Wollen wir nicht endlich etwas essen? Zweimal Spaghetti, Ober. Also jetzt weiß ich es nicht. Ist der Rex weg, weil Silvia den Meier liebt, oder liebt Silvia den Meier, weil der Rex weg ist? Ja, das sind Probleme. Sowas verschreckt mich. Ja, sei doch mal ein bisschen still. Das bin ich ja immer. Liebst du ihn denn wirklich? Ja, ich bin ganz sicher. Oh, Johnny, sie ist verrückt geworden. Wie schade. Sag einmal, weißt du, wer das ist? Ein Auslandskorrespondent.
Ein Mann ohne einen Pfennig Geld, ohne einen Stammbaum. Meine Gute, unser Großpapa, der noch Stein hieß und nicht Stone, war ein schlichter Schuster in Württemberg. Und unser Papa, der hat das ganze 32 Dollar hinterlassen. Nun, und heute haben wir Millionen. Ich habe Millionen. Ach, Johnny, sei doch nicht so kleidlich. Das ist doch ganz egal, wer sie hat. Hauptsache ist doch, dass sie da sind, nicht? Also, mein liebes Kind, wollen wir uns mal ganz in Ruhe unterhalten. Also, ich kann eure Zankerei nicht mehr mit anhören. Ich tue gehe. Das auf Wiedersehen. Bist du denn sicher, dass er dich auch liebt? Ich glaube schon. Ich werde noch viel Arbeit mit ihm haben. Er ist sehr unbeholfen und scheu, weißt du. Na, ich fürchte, er wird mit dir mehr Arbeit haben. Ne? Sieh mal, Papa, Geld haben wir doch selbst eine ganze Menge. Wenn wir ihm eine gute Erziehung möglich machen, dann kann er sich bestimmt überall sehen lassen. Er hat sicher viele gute Anlagen. Ja, die hat er. Er ist überhaupt ein Mordskerl. Ich mag ihn. Es fragt sich nur, ob er dich mag und ob es nicht bei dir einer deiner Launen ist. Dieses Mal nicht, Papa. Ich habe mich sehr geändert. Glaub mir, ich bin viel reifer geworden. Jetzt beginnt für mich ein völlig neues Leben. Hallo, hallo, mein Fräulein. Unser Diener Robert sagt, Sie sind die Verlobte von Herrn Meier? Ja, aber liebes Kind, Sie schickt uns ja der Himmel. Natürlich ist Herr Meier hier. Wo soll er denn sonst sein? Bloß weiß ich im Moment allerdings nicht, wo er ist. Ich führe Sie auf sein Zimmer und da warten Sie auf ihn. Wieso muss ich eigentlich umziehen? Weil es sich um einen feierlichen Akt handelt. Ach, was ist daran feierlich? Ich finde das eher komisch, wenn der Vater zu seinem zukünftigen Schwiegersohn hingeht und sagt, ach, würden Sie bitte die günstige Gelegenheit bei der Hand fassen und mich um den Schopf meiner Tochter bitten. Den Schopf bei der Hand fassen und, na, du weißt ja, was ich meine. Was ist das überhaupt für eine Situation für einen erwachsenen Mann? Ne? Und was ist nun, wenn der Nein sagt, was? Na, dann hast du irgendetwas falsch gemacht. Und natürlich muss er Direktor bei dir werden. Ja, das ist das Einzige, wogegen ich nichts einzuwenden hätte. So. Nun? Toi, toi, toi. Ja. Ja, ist gut, mein Kind, ist gut. Toi, toi, toi. Herr Meier! Ja, Meierchen! Da sind Sie ja. Ich suche Sie ja schon überall. Was gibt's denn? Sag ich nicht. Ich habe eine Überraschung für Sie. Gehen Sie mal auf Ihr Zimmer. Na, Sie werden sich freuen. Oh, oh, oh. Bin ich aber gespannt. Oh, Verzeihung. Gestatten Sie, Stone. Edith Schmidt, ich warte auf Herrn Meier. Ich bin eine Kollegin von ihm. Ach, Sie sind die Kollegin von ihm, so. Ja. Und außerdem bin ich mit ihm verlobt. Ach, Sie sind das? Ja. Ja. Dafür habe ich mir deinen dunklen Anzug angezogen. Silvia, Sie? Sind Sie die Überraschung? Oh, natürlich, ist das nicht wundervoll. Na, was ist wundervoll? Hat Papa dir nichts gesagt? Nein, was hätte er denn sagen sollen? Das Wichtigste von der Welt, wir heiraten. Ha? Eine Villa, Reitpferde, ein amerikanischer Wagen, eine Stellung als Direktor. Und wir? Hatten in eine Zwei-Zimmer-Wohnung gedacht. Ich habe eine kleine Aussteuer, 6-mal überziehen und so. Tja, das will natürlich überlegt sein. Sie lieben ihn wohl sehr. Ich habe nichts auf der Welt, nur ihn. Sie sind hübsch, Sie sind jung, Sie sind ganz besonders nett, wirklich. Ja, danke schön. Andererseits wäre das die Chance seines Lebens. Ja, natürlich, ich verstehe das ja auch. Es ist nur so sehr schwer, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass alles zu Ende ist. Aber die Zeit heilt ja alle Wunden, sagt man. Sie wollen also wirklich verzichten? Ich darf ihn doch nicht um die Chance seines Lebens bringen. Nicht aus dem Haus, ohne dass ich ihm begegnen muss. Ja, natürlich, hier über die Terrasse. Ein prächtiges Programm. Also einen Golflehrer, einen Schneider und einen Lehrer, der mir beibringt, mit Messer und Gabel zu essen, habt ihr schon. Wie schön. Sie müssen das nicht so wörtlich nehmen. Es ist ja nur der letzte Schliff, den Sie brauchen. Hm. Und dann, wenn ich mir die Haare noch kürzer schneiden lasse, frisch gebadet bin, mit einem Monogramm auf dem Bauch, dann bin ich ebenbürtig. Sagen Sie jetzt nicht Gewitterziege zu mir. Gedanken lesen können Sie auch?
Also hören Sie mal gut zu. Ich möchte keine Frau heiraten, die mich wie ein Pudel zurechtrennt, ehe sie mich zum Mann nimmt. Mich muss man nehmen, wie ich bin. Und es gibt eine, die nimmt mich, so wie ich hier vor Ihnen stehe. Und außerdem, dieses Mädchen habe ich gerne. Kenne ich sie? Wer ist es denn? Sie heißt Edith, ist Sekretärin. Und übermorgen bin ich wieder bei ihr. Meier, Herr Meier, Meierchen, wenn Sie Fräulein Schmidt meinen. Ja, die ist ja oben in Ihrem Zimmer und wartet auf Sie. Was, Edith? Sagen Sie mal, wussten Sie denn das nicht? Stell dir das mal vor, und die sitzt da schon so lange. Also jetzt bin ich vollkommen verwirrt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich hatte doch versprochen, dass ich ihn raufschicke. Doch, ich weiß es. Siehst du, in solchen Fällen, da braucht man einen Cognac. Vielleicht sogar auch zwei. Wo ist sie? Sie ist nicht mehr da. Sie will ihrem glücklichen Wege stehen. Sie wünscht aber alles Gute. Silvia. Tja, kleines. Die Zeit heilt Wunden, habe ich mir sagen lassen. Möglich. Aber ob ich noch mal so einen wie ihn finde? Ja, so einen ähnlichen bestimmt. Schließlich bin ich ja auch noch da, nicht? Ach, mein guter Papa, wenn ich dich nicht hätte. So ist nun einmal das Leben, dem einen, dem geht es zu gut, dem anderen geht alles daneben. Manchmal verliert man den Mut, doch was man heute nicht gefunden, morgen vielleicht ist es hier. Schlaflos lieg ich und denke, wann kommt das Glück auch zu mir? Oft gehe ich durch die Straßen, stundenlang ohne ein Ziel. Könnte die ganze Welt hassen, weil ich verlassen mich fühl. Klein und verraucht ist die Kneipe, wo ich ne Runde spendier, nur um dann jeden zu fragen, wann kommt das Glück auch zu mir? Plötzlich, ich kann es kaum fassen, tritt jemand leis auf mich zu. Sagt, man muss lieben, nicht hassen, küsst mich und sagt zu mir, du, führt mich hinaus in den Garten, während ich tanze mit ihr, weiß ich, ich muss nicht mehr warten. Jetzt kommt das Glück
waren 3. Sag mal, habe ich richtig gehört? Meier ist weg? Ich will euch mal was erzählen. Ich bin vielleicht nicht sehr klug. Man könnte eher sagen, ein bisschen dumm. Aber das habe ich von Anfang an bemerkt, Silvia. Du und der Meier, ihr hättet nie zusammengepasst. Zu Ende ist der Urlaub. Herr Meier fährt zurück. Er spielte mit Millionen und fand das kleine Glück. Er sah la Dolce Vita, von dem so mancher träumt. Eins kann ich Ihnen sagen, da haben Sie nichts versäumt. Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, das haben Sie gut gemacht. Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, das haben Sie gut gemacht.